Da war doch die kein... joinen... Doch! Die joinen mir! Die sind hinterher gejoint! Ah! Alter, ich bin hier hinten in der, ich bin hier hinten in der Säule. Wir sind tot! Wir sind tot! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Titan 2! Mit dabei Basti zockt und der Kanadi! Hallo? Was war denn das für ein Horst, der was die Anzeige das? Gemacht hat? Ne? Team Combat Lock wird gewinnen! Woo! Woo! Ich glaube, genau, so soll es sein! Abonniert XDF Zock! Ciao! Ich glaube, wir wurden gehackt! User disconnected from the channel. So, und damit, ich join jetzt auf dem Server. Erstmal, ja, hey, hey, hallo Leute! Und willkommen zurück zu Titan 2. Ja. Mal also, der Anfang. Typ, der die Ansage gemacht hat, den verlinke ich mal in der Beschreibung. Könnt ihr mal schreiben. Hast du toll gemacht oder sowas in der Hand. So, genau. ich bin drauf. Hä? Lol! Oha, hier war jemand und hat mir das außenrum. Fuck, hier ist Hauptner! Hier ist Hauptner! Ah! Aber doch die joinen. Doch! Die joinen mir! Die sind hinterher gejoint! Ah! Alter, ich bin hier hinten in der. Ich bin hier hinten in der Säule. Wir sind tot! Wir sind tot! Basti, renn um die Säule rum! Basti, renn rum! Ja, 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 ja! Ich renn doch schon! Ja, ich komm hier gleich raus! Ich komm hier gleich raus! Wir sind hinterher! Ah! Fuck, die haben oh, das bringt nichts. Wir haben noch Schutzzeit. Wir haben alles verloren. Ich bin gleich tot. Oh, der schießt mit dem Bogen auf mich. Alter, nein! Kalle! Ey, so ein Mist, ne? Ich kann nicht mehr rennen. Oh, und ich renne wieder. Ah! Ich renne wieder. Oh nein! So eine Kacke! Ich bin tot. Ich lebe Alter, noch. Basti, ne? Oh Mann! Ey, nein! Ich lass mich aber nicht wiederbeleben. Ich bleibe jetzt draußen. Alter, woher wusste ich, dass wir hier sind? Ja, wir sind aktuell gewesen. Was? Ja, du warst aktuell, nicht ich. Hä? Doch, du auch. Ich bringe meine Folge um 18 Uhr. Du Trottel, ich nicht. Ich belebe mich nicht wieder. Das mache ich in der nächsten Folge. Ich auch nicht. Bist du tot? Nö. Ich jump noch ein bisschen rum. Das ist der Run meines Lebens. Oh nein, ey, wir haben's. Benny versucht mich, oh nein, die versuchen mir den Weg abzuschneiden. Oh nein, 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 oh nein. Oh nein, 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 er hat mich weggeboostet zum Glück. Alter, ich dachte, du verarschst mich, also schreib's an! Ich hab mich doch! Kalle! Ich dachte, du verarschst mich! Nein! Aua, ich hab noch 1,5 Herzen. Aber es wurde mir schon gesagt, dass sie übelst gut equipped sind. Oh, du rennst ja gerade lang, wo ich war. Fuck! Nein! Nein! Oh Mann, ey. Warum lädst du deine Folge auch so früh hoch, du Blödmann? Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Warum haben wir gestern nicht aufgenommen, du Blödmann? Wir wollten doch immer zwei im Voraus aufnehmen. Tja, keine Ahnung. Das ist unsere Schuld, nicht meine. Egal, trotzdem unsere Schuld. Ja, doch. Oh Mann. Wie viel Leben haben wir noch? Nur noch, ich glaube nur noch eins, ne? Oh Mann! Alter, das ist echt scheiße jetzt. Wurden wir einfach gekillt? Ja, hey! Halt! Es dürfen innerhalb von 20 Blöcke von dem Spieler. Warte, ich pack jetzt die Regeln aus. Warte. Titan-Regeln. Jetzt hat Basti. Jetzt hat Basti natürlich Blut geleckt. Jetzt will er alles dafür tun, dass es unfair war, dass alles wieder zurückgesetzt wird. So. Achtung, ich habe etwas entdeckt. Hier sind die Regeln. Pass auf. Es gibt eine Regel zu Spawn-Trapping. Es war kein Spawn-Trapping. Weiß ich. Aber steht hier nicht. Oh, das ist die Mod erklärt. Ich will nicht, dass die Mod erklärt wird. Um dir was gebaut, ne? Ja, warte mal. Sie haben um mich nichts gebaut. Sie haben lediglich. Hier Regelwerk. Projekt Start allgemein. World Border. Erzeregel, Aufnahmeregel, Schutzzeit. Warte, es gibt eine Regel. Warte mal, warum steht es hier nicht? Warte mal. Ah, okay.
Gut, hier steht nämlich, es dürfen keine Fallen-Snipe-Bauten bewusst im Umkreis von ca. 20 Blöcken von ausgelockten Spielern errichten. Haben sie das gemacht oder was? Nein, es war keine Snipe-Baut. Ich habe mich zugebaut gehabt und die haben die zugebauten Blöcke weggebaut. Weißt du, wie ich meine? Ich dachte, die Regel wäre gewesen, man darf innerhalb von 20 Blöcken des ausgelockten Spielers keine Blöcke verändern. Ach so, okay. Deswegen dachte ich, Es ist richtig ausgelegt. Okay. Och Mann, Kalle, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben jetzt nur noch ein Leben, ne? Das heißt, wenn einer von uns stirbt, sind wir raus. Och Mann! Das ist doch voll zum Abpimmeln. Also, Mann. Das ist richtig scheiße. Vor allem gegen die beiden haben wir echt keine Chance, ne? Ja, eben. Ich wollte nicht in den Kampf gehen, weil es keinen Sinn hatte. Es hätte keinen Sinn gehabt. Aber, Kalle, wir haben doch unser Safe-Inventar gehabt. Du hast es noch gehabt. Ich habe nichts reingemacht, weil ich alles brauchte. Stimmt, das hätte ich noch schnell machen können. Das Schwert ins... Oh, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, ne? Egal. Pass auf, machen wir das nächste... Ab nächster Folge machen wir das dann alles ein bisschen sneakiger, ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja, aber toll, müssen wir jetzt hier 15 Minuten... Ja, müssen wir leider, ne? Das ist leider... Ja, aber da haben wir wieder ein Tor! Tor für Bayern! Tor! Entschuldigung. Du bist ein Fußball-Fanatiker. Kann ich kurz was zu trinken? Bin gleich da. Mach das, so, ich... So, ich unterhalte uns hier alleine. Ja, okay, du unterhältst uns. Ich zieh mich dann auch noch kurz um, weil ich sitze noch im Schlafanzug da. Ach so, Alter, bist du ja erst noch gepennt, ja. Ja, ne? Okay, dann würde ich sagen, die Aufnahme läuft weiter, also der Kalle kann man leider nichts machen, noch. Ne? Kann man leider nichts machen. Ja, ich brauche jetzt noch jemanden, der Gitarre spielt. Bam 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 bada 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 bam bam bam. Das war mal ein kleiner Junge in Texas, oder was? Ja, oder gegen eine Wald. Oi, oi, oi. Was? Ein Kumpel sitzt hinter mir und denkt sich so, was? Hallo? Hä? Was laufst du für ein Scheiß? Oh ja, ich habe gerade einen Kumpel neben mir sitzen oder hinter mir und der hat sich gerade eine Dampfe gekauft. Eine kleine E-Dampfe. Und die rauchen wir jetzt gerade mit Blaubeer Energy Geschmack. Voll lecker. Oh. Und vor allem, pass mal auf, Leute. Auch an meine Zuschauer und an Blassis Zuschauer. Pass auf, wenn ich jetzt ganz normal rede, so, hallo, wir sind ein Titan. Ganz normal, und jetzt pass auf, jetzt rauche ich und rede danach. Hallo, wir sind ein Titan. Alter. Dieser Dampf ist ein Wasserdampf und der macht so ganz komisch, dann, dass man dann durch den Kehlkopf spricht. Das ist auch sehr anstrengend. Jetzt habe ich Pippi in den Augen. Ich laber ja einen Blödsinn, ey. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Wir haben jetzt hier diese riesen Dings entdeckt und jetzt sind wir einfach getötet worden. Aber das war mir irgendwie klar. Ich finde es aber schade, wir hatten so einen perfekten Start im Gegensatz zu Staffel 1. Und jetzt, weißt du, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass Veni oder so uns suchen. Aber nein, es sind Hauptner und Benny. So ein Mist. Aber naja, was soll man machen, ne? Da kann man nichts machen, das ist egal. Auf jeden Fall fair gespielt, sind nachgejoint, hatten das perfekte Glück. Oder beziehungsweise haben es gut ausgekundschaftet. Und ja, kann man nur sagen, Hut ab. Kann man nichts sagen gegen, ne? Oh, Blaubeer Energy, richtig lecker. Stell es mal dahin. Du willst das sicherlich nicht, ne? So, ich bin wieder da. Ich habe mir jetzt erstmal eine Wurst gegönnt. Also hier so ein Wienerle, das kann ich jetzt essen. Ein Wienerle? Übrigens, wollt ihr mal sehen, was für ein T-Shirt wir als Abschluss-T-Shirt von der Realschule hatten? Das ist das hier. Das ist richtig göttlich. 10 Jahre Schule und alles, was ich dafür bekommen habe, ist dieses lausige Shirt. Voll gut. So. Na, ich esse nebenbei. Ja, ich hab grade, bei mir sieht man das halt auch noch in der Facecam. Ich habe leider keine Facecam. Ich kann ja deine Facecam einblenden. Ah, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Arbeit. Oh Mann. Ja, ich hab schon gesagt, sag ich, aber es ist trotzdem verdient. Sie waren schlau, haben geguckt und Pech gehabt haben wir. Ja. Wir hätten aber auch wir haben einfach nicht so weit gedacht. Ne? Tja. Oder? Das Problem ist, wir machen das auch anders als letzte Staffel. Diesmal machen wir zum Beispiel, wir nehmen ja früher auf als sonst. In der letzten Staffel haben wir immer 18, 19 Uhr aufgenommen. Ja. Oder so spät, wie es geht. Und heute nehmen wir ja so richtig früh sofort auf, kurz nach 16 Uhr und so. Und da ist bei mir auch immer schwierig wegen Zeit und so. Zum Beispiel Mittwoch und Donnerstag kann ich das gar nicht machen, Basti, ne? Ja. Weil da bin ich in der Maßnahme für Selbstständige.
Da bin ich nicht zu Hause. Ja, ich lerne weiteres über Unternehmen, weil ich will noch zwei weitere Unternehmen aufbauen. Und die Leute, die das machen, die haben selbst lange ein eigenes Gewerbe gehabt. Die Dame zum Beispiel hat immer noch ihr eigenes Gewerbe. Und die bringt mir alles bei. Wir sind jetzt auch nochmal einfach generell Businessplan schreiben und sowas. Ist halt auch geil, wenn du zu Firmen gehst, machst einen Businessplan, zeigst den vor, zum Beispiel für Sponsoring oder sowas, ne? Wenn du zum Beispiel jemanden brauchst, zum Beispiel sagst, okay, ich gehe jetzt zu Case King und sage, alle drei Jahre würde ich gerne einen PC von euch gesponsert bekommen, Businessplan vorlegen, dann können sie ja sehen und zack, 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 so, weißt du? Kann man halt immer gebrauchen, so einen Businessplan. Weil ich möchte ein bisschen auch außerhalb von YouTube denken, weißt du? Ich möchte nicht nur YouTube machen, weil das war sowieso noch nie von mir das Ziel, hauptberuflich YouTube zu machen. Sondern es sollte immer ein Hobby bleiben, sonst verliere ich die Lust daran. Okay, na. Du machst ja auch nicht hauptberuflich. Du machst nebenbei und arbeite hauptberuflich genau. Als Erzieher. Ich will ja nicht einfach nur arbeiten, ich möchte Arbeitsplätze schaffen. Deswegen, ich möchte Webcoaching machen erstmal. Und ja. Cutter. Ich möchte mich als Cutter anbieten, als einfach ganz normal als Amateurschnitttechniker. Mit meinen Schnitttechniken, die ich jetzt kann, dann würde ich halt sagen, dass die Leute dann Geld bezahlen und dürfen dann kriegen dann von mir ein geschnittenes Video. Ja. Mal schauen, wie das wird. Ja. Oh, wir werden 5 Minuten gekriegt. Ja, toll, 5 Minuten haben wir noch. Was sollen wir denn die 5 Minuten machen? Keine Ahnung. Oh, ich kann ja mal gucken. Ich kann den nicht raus aus dem Dings. Ich habe F11. Warte mal, ich könnte doch eventuell... Ich könnte mal wieder Werbung für meinen Merch machen. Hier, kauft euch diese Tasse, die ist optimal. Die ist wunderhübsch. Und besser als Red Bull, wenn man hier, egal was man reinfüllt, es wird alles zu Energy. Das ist bombastisch, hier. Ne? Ja, ja. Die bombastische Tasse. die ist echt cool, die gefällt mir. Oh, ich freue mich so auf Fallout 4. Ich freue mich, wenn die Folge vorbei ist. Ah, das auch. Na gut. Wir haben nichts mehr und wenn jetzt einer stirbt, ist der raus. Und wenn ich dann nochmal, oder wenn der zweite dann stirbt. Ah, du gehst davon aus, dass ich als erstes sterbe vor uns beiden, ne? Du bist eine Sau. Oh Mann. Ja gut, passiert, ne? Ich krieg gerade einen Kommentar. Ich habe gerade auf Twitter einen Kommentar bekommen. Ihr solltet nicht nach oben und auf Veni treffen. Er hat volle Titanrüstung und Schwerter, genau wie sein Teampartner. Aha, Überraschung. Da hab ich euch noch eine für den guten Kalle. Was? Jetzt erstmal auf Twitter posten. Warte. So. Twittern. Leute. Und ich hab reden. Vor allem ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass wir von den beiden getötet werden, ne? Von den beiden hätte ich es auch nicht gedacht. Weil ganz ehrlich, auch so, weißt du? Vor allem, es ist so, weißt du, es ist auch so auch bei mir jetzt, ne? Sag ich mal, nur von mir so eine Schicksalsbegegnung. Weil ich weiß noch, damals stand ich oder so, ich weiß nicht, ob das die waren oder ein Zuschauer, auf jeden Fall damals sollte ich mit denen aufnehmen, da hatten die nichts an Abonnenten. Und ich hatte keine Zeit und jetzt guck dir mal, wo die stehen, Alter. Ohne Witz, das war wirklich so. Diese Two Epic Buddies, da wurde ich dann geschrieben, yo, ich glaube, das waren die sogar selber damals. Und da habe ich aber geschrieben, dass ich keine Zeit habe, weil ich hatte alles voll geplant. Ich glaube, Minecraft sollte da anfangen oder so. Und da hatten sie, glaube ich, noch nicht so viel an Abonnenten auf irgendeinem Kanal, keine Ahnung. Überleg dir das mal, das ist echt... Ah. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich von denen umgebracht werde. Ich hätte es echt gefeiert, wenn ich wirklich eine Viertelstunde lang durchgehend im Kreis gerannt wäre. Vor allem, weißt du, was mein Wunsch gewesen wäre? Was? Venicraft zu töten, als Revanche zu Titan 1. Das wäre mein Wunsch gewesen. Das kannst du nicht, du kannst Veni nicht töten. Das kann man auch nicht. Vor allem, Alter, der hat schon Titan-Rüstung und Titan-Schwert. Wie geht das denn? Ja, Veni hackt halt schnell. Er cheatet, Alter. X-Ray. Oh nein. Mann. Quatsch. Mann. Keine Gerüchte. Jetzt noch eine Minute müssen wir durchhalten, dann können wir die Folge beenden, ne? Ja. Aber hey, wir müssen jetzt direkt im Anschluss nochmal eine Folge aufnehmen. Weil sonst, wenn wir morgen aufnehmen, wissen alle, dass wir da am Spawn sind. Ja. Ich hoffe, dass die beiden nicht zum Spawn rennen jetzt, ne? Alter, das war. Wenn die jetzt zum Spawn. Oh nein, sag bitte nicht. Aber das wäre in meinen Augen aber trotzdem Target, finde ich. Also, aber naja, kann man nichts machen, aber trotzdem wäre es Target in meinen Augen. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Dann sind wir raus. Naja, also dann würde ich jetzt schon mal anfangen, die Abmoderation zu machen. Leute,
Das war's jetzt dann von Titan, Folge 5. Wir haben 5 Folgen durchgestanden, ne? Die Staffel hat gut angefangen, dann kam dieser Plot-Twist, ne? Okay, man hätte es erahnen können, aber naja. Schaut beim guten Kalle vorbei, aus seiner Sicht, wie er getötet worden ist. Weil ich hab auch versucht, hier zu kämpfen. Ich hab's nicht versucht. Dann würde ich einfach sagen, tschüss! Ich hoffe, ihr begleitet uns weiter auf unserer Zeit hier durch Titan. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Und, da steht jetzt in einer Minute, das ist gekriegt, okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir laden auch andere noch lang gerannt bei mir gerade. Wir sind noch in der Höhle, das heißt, wir können genützlich spawnen. Okay, ja dann. Also zumindest habe ich Hauptner hier gerade vorbeirennen sehen, weil ich bin ja hier, ich weiß ja nicht, wo du dein Deadscreen hast. Ich bin auch noch in der Halle. Ja, aber bei mir auf jeden Fall habe ich gerade Hauptner vorbeirennen sehen. Du müsstest ja hinter mir irgendwo gestorben sein. Ja, ja. Mann, ey, weißt du, ich lock mich... Oh. Schade, dass man nicht schreiben kann. Ja, ja, ey, schade. Mann, wir hätten nichts anderes machen können, außer gestern aufnehmen. Wir hätten einfach gestern aufnehmen müssen. Ja, hätten wir machen müssen. Ja. Naja, egal. Pech gehabt, aus Fehlern lernt man. Wenn man, ich sag das immer so auch wie im echten Leben, wenn man den Leuten keine Fehler machen lässt, dann lernen die das nie. Diese auch diese Eltern, diese Kinder zu sehr behüten, so. Nein, treff dich nicht mit dem. Wenn du von denen einmal aufs Maul bekommst, weißt du, mit dem triffst du dich nicht nochmal. So. Ja, eben. Und wir wurden gekickt, da würde ich sagen, ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was. Ciao. Auf Wiedergeschauen.